9 Crystals. Alter, werden das jetzt jedes Level mehr? Wobei, mehr als 9 können eigentlich... Also es würde von der Anzeige her nicht passen, ne? Dass wir eine zweistellige Anzahl an Crystals brauchen. Sehr nett. Geht hier auch irgendwann irgendwas auf? Oder spawnen hier nur Gegner? Okay. Wir werden es vielleicht nie herausfinden. The White Potion will bestow great magical powers. Its time is limited, however. Ah, okay. Wir sind, glaube ich, nicht unverwundbar. Aber wir können jetzt richtig hart abballern. Wie gut, dass wir absolut in einem Bereich sind, wo wir das brauchen. Da kommen wir gerade her, ne? Da geht's noch nicht weiter. Okay, das hat halt einfach richtig gar nichts genutzt. Wo kommen wir hier doch gleich raus? Ging es ja auch nicht weiter, oder? Ist da jetzt durch dieses... Nee. Ich habe einfach noch nicht die richtige Schalterkombination gefunden. Okay. Schon ein bisschen anstrengend, der Sound, oder? Oh, aber hierfür ist das super. Da gehen wir gleich weiter. Ich würde ganz gerne erst oben den Schlüssel holen, wenn wir da schon rankommen. Hier oben. Was blinkt da jetzt über meinem Kopf? Okay, ich hatte offensichtlich einen Feuerball? What? Die möchte man schon platt machen, solange sie oben sind, oder? Wenn die alle runterkommen, hat man schon eher ein Problem. Also wir kriegen im Moment mehr als genug Hitpoints nach, so ist nicht, aber... What? Da habe ich noch Schaden okay, die sammelt man wohl tendenziell als Letzte ein, wenn man da Schaden nehmen muss. Okay, ich glaube, die lasse ich da einfach stehen. Die jucken mich da ja herzlich wenig. Alter, wir werden hier aber mit den weißen Potions aber auch zugeschmissen gerade, oder? Ist jetzt die vierte in diesem Level? Okay. Und jetzt? Wie kommen wir da hoch? Ah, hier. Durchgang spannend. Oh, ich glaube, das wird eine längere Sprungpassage. Achso, gut, da links geht es eh nicht weiter. Da geht es noch hoch, theoretisch. Wir gehen erstmal hier rein. Vierer Schalterrätsel.
Okay. Okay. Ich erwarte irgendwie gleich eine... Oh. Na toll. Natürlich müssen wir erst hoch in den Silberschlüssel holen. Dang it. Ach. Können wir eigentlich theoretisch beide Schlüssel gleichzeitig haben? Oh. Come on. Und wieder runter. Did you know that there is a hidden crystal on this level? You must find it. Ja, den haben wir tatsächlich schon. Also so hidden war der jetzt, glaube ich, nicht. Der war halt einfach unter diesen Blöcken, die man wegschießen kann. Und die sind ja schon immer ziemlich obvious. Okay, wir sind mit dem Ding aber definitiv nicht unbesiegbar. Müssen wir da durch und Schaden nehmen? Ist das der Plan? Offensichtlich. Da ist auf jeden Fall der letzte Crystal. Spawnen hier noch Gegner? Nee. Okay. Ah, um 44 Sekunden den Time-Bonus verpasst. Nicht, dass der wichtig wäre, aber... Spannende Mucke. Kommt mir das nur so vor, da sieht das ganze Level einfach aus, als wäre es nach links gekippt. Gott, das sieht einfach alles komplett schief aus. Oh, das macht mich gerade richtig fertig. Hilfe. No, da komme ich nicht wieder hoch. Shit. What? Pinguine und Eskimos? Also wenn es Eskimos sind, keine Ahnung, auf jeden Fall irgendwelche Viecher, die mit Speeren werfen. What? Okay, und die Viecher wieder. Müssen wir jetzt eigentlich in jedem Level 9 Crystals einsammeln? Ich weiß es echt nicht mehr. Es ist zu lange her, dass ich es gespielt habe. Aber das Ilo mit den riesen Kristallen im Hintergrund ist schon ein bisschen fancy. Kann man nichts gegen sagen. Okay, jetzt wären wir quasi wieder am Start. Ich gehe erst einmal nochmal links rüber. In der Hoffnung, nicht zu sehr auf den Sack zu bekommen. Oh, hier geht es noch einiges weiter. Da komme ich nicht durch, okay. Da gibt es eine Menge Hitpoints. Ich erwarte auch irgendwie schon, dass die Eiszapfen runterfallen. So, you found the hidden passage. You've done well. Nothing can prepare you for the dangers that follow. Holy shit, Agro-Pinguine, die offensichtlich fliegen können. Seit wann können Pinguine fliegen? Ist da unten noch was? Nee. Nehme ich eigentlich... Ja, okay. Ich war mir nicht sicher, ob ich Schaden nehme, wenn ich da in das Gedöns von unten reinspringe. Aber ja, nehme ich. Um das einmal geklärt zu haben. Gehört der vierte Schalter jetzt mit dazu? Also der obere Schalter mit dazu oder nicht? Ich bin mir unsicher.
Okay. Will ich da schon durch? Glaube nicht. Aber wobei, wir werden da oben vermutlich nicht viel weiterkommen, oder? Also wir können hier aufmachen, aber dann fehlt uns immer noch der goldene Schlüssel. Ja, okay. Bedauerlich. Oh, ist das... Nee, das ist nicht der Start, oder? Ich bin mir gerade echt nicht sicher, ob ich da runter will. Oh, nee, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Wir kommen hier jetzt wieder zum Start, ne? Ja, genau. Auch nicht zum goldenen Schlüssel. Da oben geht es offenbar irgendwie hin. Ist das das, wo wir den goldenen Schlüssel für brauchen? Ja, okay. Dann doch hier runter, aber da waren wir doch schon, oder? War das jetzt clever, hier runter zu gehen? Wahrscheinlich nicht. Waren wir aber offenbar noch nicht. Na, ah, shit. Okay, da hast du halt richtig gelitten, wenn du da runterfällst. Okay, goldener Schlüssel. Oh, da ist noch irgendeine Potion. Was macht die? Warp. Okay. Dezente Metroid-Feelings. Wir kommen hier hin. Mit dem Erfolg, dass wir jetzt halt wieder zurücklaufen müssen, weil wir hier ja nicht durchkommen. Warum warpen? Das ist halt richtig sinnlos. Wow. Also ich meine, es ist okay. Es setzt einen da halt ab, von wegen, du kriegst da Hitpoints. Aber nun ja. Achso, das ist wieder... Aber hier geht's auch schon raus, ne? Ja, okay. Das heißt, wir können hier jetzt schon wieder hoch und haben jetzt den Schlüssel. Ja gut, wir sind total richtig und good to go. Au. Wie viele von diesen Potions. Gib mir das Power-Up doch einfach direkt dauerhaft. Okay, finally. Das war hart weird. Castle complete. 81% und viel zu langsam. Krass, wir haben gar nicht wenig Schätze übersehen. Ich frage mich übrigens gerade, wie viele Kapitel ein Level jeweils, also ein, nein, wie viele Level ein Kapitel hat. Nicht andersrum. So, was hast du zu sagen? You're still alive?
Do you really believe that you can defeat these castles? Beware. Okay. Das war auch so, wir finden die Warp-Animation cool. Lass mal einen sinnlosen Warp einbauen, anstatt da einfach einen Gang hinzumachen. Schießen die Pinguine nicht noch. Okay. Was gibt's hier oben? Ah, noch ein Crystal, okay. Ah, shit. Kommen wir da oben irgendwie noch weiter? Da waren ja noch Plattformen. Da ist doch noch einer, oder? Ja, einfach despawnen zwischenzeitlich. Auch nett. Okay, hier brauchen wir einfach beide Schlüssel für. Das hätten wir uns total sparen können. Wo geht's denn hier runter? Okay, ich habe keine Ahnung, wo wir da landen. Ich mache das mal nicht. Da ist auf jeden Fall ein Crystal und eine Warp Potion. Wait, war die Warp Potion vor dem Crystal? Ah, ne. Aber vor dem Schalter. Das heißt, man kommt tendenziell niemals an den Schalter. Come on. Okay, und jetzt ist die Warp Potion weg und wenn ich dann nochmal runtergehe, kann ich mit dem Schalter mir wieder den Gang aufmachen, ja? Ist das der Deal? Okay, einmal goldener Schlüssel. Noch weiter hoch geht's hier nicht, ne? Ah ne, können wir auch gar nicht nach oben gucken. Okay, spannend. Okay, und hier dann der silberne Schlüssel, oder? Natürlich. Und weil es so viel Spaß gemacht hat, gleich nochmal. Und da kommt dann hoffentlich ein Crystal. Jetzt fehlen nämlich noch 5 Stück. Ah. Nice. Aber das beantwortet auf jeden Fall auch die Frage, ob wir beide Schlüssel gleichzeitig tragen können. Ja, können wir. So, wo geht's hier noch hin?
Okay, noch keine Ahnung, wie wir da rüberkommen, aber... Na, da passen wir wohl nicht durch. Irgendwie hier lang? Ah, okay. You found my secret treasure room. So secret fand ich den jetzt gar nicht. Ist hier auch noch ein Secret Crystal, oder? Ne, offenbar nicht. Cool. So, jetzt muss ich nur überlegen, wo die Türen waren. Ich glaube, die waren hier ganz links, oder? Nee, die waren noch eine Etage weiter unten. Sind zwar oben. Hier nach dem ganzen Gedöns, glaube ich, ne? Jo. Okay, fehlt immer noch ein Crystal. Spannend. Wo waren wir denn mal noch nicht? Safe, oder? Ja, das war einfach nur das Secret-Ding hier, ne? Geht's da noch weiter? Ah, hier geht's noch weiter, okay. Big jump, watch your toes. Son of a gun. Okay. We got it. Mit Sicherheit way too langsam. Ja, aber zumindest 100% Treasures.